Willkommen Bewohnerinnen und Bewohner Appalachias zu einer weiteren Folge in Fallout 76. Euer Rocky wieder mal am Start mit dem Infovideo am Dienstagabend. Diesmal mit etwas ganz, ganz Besonderes, auf das ihr euch alle sehr freuen werdet. Beziehungsweise die Fallout-First-Mitglieder. Aber dazu später. Vorab, ab heute ist das neue Update draus. Die Season 13 hat begonnen. Seit 19 Uhr ungefähr sind die Server wieder on. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr alle schon am neuen Content konsumieren seid. Ich kann es mir auf jeden Fall wirklich gut vorstellen. Aber fangen wir mit den neuen Sachen an, die seit heute im Spiel sind. Neben der neuen Season und dem neuen Content. Fangen wir erstmal mit dem Spielbrett an. Das ist jetzt auch live, bedeutet, steht euch zur Verfügung. Sobald ihr tägliche und wöchentliche Challenges erledigt, steigt ihr hier auf und könnt euch die ganzen neuen Gegenstände, Skins etc. holen. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, welche Gegenstände auf euch warten, aber nun könnt ihr sie ja selber auch betrachten. So, gehen wir weiter und schauen uns mal den Atomshop an, denn hier gibt es eine gigantische Überraschung. Fangen wir aber erstmal hinten mit den Highlights an. Und zwar haben wir hier eine Unterkunft giftiges Ödland. Und schaut euch das mal an. Ich sehe keine Decke. Ich sehe keine Wände. Das ist was Neues. Ich kann mir nur vorstellen, dass die ganzen Zäune und den Schrott, den man hier stehen sieht, die Abgrenzungen sind. Aber wir haben mehr oder weniger einen freien Himmel, so wie ich das sehe. Für mich ziemlich interessant. Sieht richtig cool aus. Ich überlege mir wirklich, diese Unterkunft zu holen und euch dann auch in einem Video zu zeigen, wie sowas aussieht. Denn wir haben bis jetzt keine Unterkunft, die nicht in einer Höhle, einem Keller oder einem geschlossenen Raum sich befindet. Machen wir weiter mit einer richtig coolen Power-Rüstungslackierung, Gedärme und Grütze. Ihr könnt sie auf jede Power-Rüstung benutzen bzw. den Skin dann draufsetzen. Und ihr seht, der Kopf bzw. Helm ist, glaube ich, von der X01, sieht richtig nice aus. Doch auch hier 1400 Atome, also günstig ist was anderes. Aber wem es gefällt, der kann natürlich hier zugreifen. Wir haben auch den A&D-Händlerbot, auch ganz cool. Der macht ja anscheinend auch sehr laute Geräusche. Dann haben wir Blue Ridge Karawan Händlerpaket. Wir haben hier auch Blue Ridge Führerhaus. Gefällt mir ziemlich gut. Hat was, meiner Meinung nach. Blue Ridge Karawan Lagerkiste. Blue Ridge Baseball Cap. Die gefällt mir zum Beispiel. Die muss ich holen. Dann haben wir natürlich hier Score Booster 7-mal. Diese stehen euch auch jetzt im Atomshop zur Verfügung. Dann haben wir hier nur das Beste aus der Season 7. Das läuft schon länger. Da habe ich, glaube ich, auch schon was beim vorletzten Infovideo was zu gesagt. Aber hier haben wir wieder was Neues bei den größten Hits. Und zwar dreht sich hier alles um Freizeitparks. Einmal Park-Badehose-Paket. Ihr seht es, da sind Skins hauptsächlich dabei. Dann haben wir den Abgang-Rutsche-Paket. Hier das riesige Gebäude mit der Rutsche und auch hier für Kids etwas dabei. Ein Liegestuhl, hier auch ein Sonnenschirm mit Stühle und auch die Fliesen sind dabei. Also das Paket meiner Meinung nach ist recht, ich würde jetzt nicht sagen günstig. Ich weiß, viele von euch beschweren sich über die Preise, aber ich meine günstiger als andere Sachen im Atomic Shop. Dann geht es weiter mit Willy Willard Park Paket. Hier sind auch so einige Gegenstände drin, meiner Meinung nach auch noch recht okay vom Preis. Die Park Badehose, ich weiß nicht, hier scheint mir der Preis etwas zu hoch angesetzt zu sein. Gehen wir weiter mit dem S2 Camp Paket. Hier habt ihr auch einiges drin, ziemlich günstig, denn viele stehen hier auf dieses Gewächshaus-Set oder warten schon lange drauf. Es ist eigentlich gar nicht mal so lange her, als es letztes Mal drin war. Jetzt schon wieder anscheinend hat sich es gut verkauft, anders kann ich es mir nicht erklären. Das Paket ist eigentlich auch ganz okay vom Preis. Ihr könnt euch die Gegenstände aber auch einzeln kaufen. Der Ausverkauf mit den
ganzen Paketen aus den letzten Seasons könnt ihr auch euch genauer anschauen. Sind ein paar Schnäppchen dabei, die sind auch schon seit 2 Wochen im Shop. Aber jetzt kommen wir zum Special und ich fange auch gleich mit dem Besten an. Alle Fallout First Mitglieder, jetzt aufgepasst. Ihr habt die Möglichkeit, euch den Panzer zu holen. Und was ist so besonders an ihm? Es ist also ein Zelt. Er hat eine Bastelwerkbank. Das bedeutet, ihr könnt auch Waffen, Rüstungen etc. verwerten, nicht nur euren Schrott. Enorm hilfreich in Appalachia. Die den Panzer haben, wissen, von was ich rede. Und die, die ihn bald haben werden, werden es so viel leichter haben mit ihrer Tragekapazität. Ich kann euch dieses Paket nur empfehlen. Wir haben nämlich hier auch noch eine Powerrüstung und einen Skin dabei. 1000 Atome ist meiner Meinung nach ein absolutes Schnäppchen. So ein gutes Paket hatten wir schon lange nicht mehr. Natürlich leider hier in dem Fall nur für Fallout First Mitglieder. Wir haben noch hier das S2 Waffenpaket. Auch das richtig nice. Ihr bekommt 3 Skins. 2 davon gefallen mir richtig gut. Einmal von der Pumpgun und einmal hier für die selbstgefertigte. 700 Atome, auch hier meiner Meinung nach sehr günstig, leider auch nur für Fallout First Mitglieder. Die Schädelfürst Lackierung, mega cool, hier aber ein großer Nachteil, ihr seht es unten, das ist ein einziger Skin für Powerrüstung, jedoch nicht für die Hellcat oder auch Gewerkschaftsrüstung, was ich sehr schade finde. Dann haben wir hier noch das Feuerrad, Feuerwerkständer von letzter Woche noch. Wir haben hier noch Sachen von letzter Woche. Hier haben wir noch einen Metall-Iro-Skin. Hat was, sieht ganz gut aus. Kostenloses Ressourcenpaket für alle. Ebenso Vault-Tec Linoleum-Boden. Ihr seht, es ist wirklich was Gutes dabei. Falls ihr noch kein Fallout First Mitglied seid, würde ich euch jetzt raten, zu Beginn dieser Saison zumindest für einen Monat den Fallout First Monatsabo zu holen, denn ihr bekommt ja auch Atome und für diese Atome könnt ihr euch gleich das Fallout First Catch-Up, es ist das beste Angebot, holen und dann könnt ihr farmen gehen, eure Stashbox sowie Munitionskiste voll machen und danach habt ihr erstmal Ruhe bis zur nächsten Season oder das ganze Jahr. Wäre so mein Vorschlag, aber ist natürlich ganz euch überlassen. Gehen wir und schauen uns noch ganz kurz zu den täglichen wir schauen uns kurz die täglichen und wöchentlichen Challenges an. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich glaube, ich bin einfach total aufgeregt und freue mich auf die neue Season. Sorry für die Versprecher. Komm, wir gehen rein und schauen uns an, was es bei den Challenges Neues gibt. Fangen wir mit den täglichen Challenges an. Hier sieht alles ziemlich unscheinbar aus. Nichts Neues, die gleichen Challenges wie sonst auch immer. Gehen wir sie ganz schnell durch, damit es nicht zu lang dauert. Verkaufe Leuchtpilzsuppe an NPC-Verkäufer. Töte einen wilden Ghoul. Töte eine Todeskralle. Schließe eine tägliche Operation ab. Sammle ein Audio-Holoband. Sammle Todeskralleneier. Goldstern. Schließe eine tägliche Challenge ab, 6-mal. Verwerte Schrott, um Stahl herzustellen für Fallout First Mitglieder. Ihr seht auch rechts die Score-Punkte, die ihr dazu bekommt, sind eigentlich ziemlich identisch zur letzten Season. Dann haben wir noch wöchentliche Challenges. Auch hier nichts Neues, gehen wir sie kurz durch. Verkaufe Kürbiskuchen an NPC-Verkäufer 1-mal, ziemlich leicht zu erledigen. Töte einen Snelly-Gäster. Töte einen Kultisten, trinke Nuka-Cola Quantum, schließe tägliche Operationen ab, schließe ein Foto eines Monsters von Craften, pflanze im freien Kameramodus etwas in einer Werkstatt oder einem Camp an, erreiche eine höhere Stufe, beanspruche eine Werkstatt und schließe eine tägliche Goldstern-Challenge ab, 3-mal. Auch keine besonderen Events laufen momentan, bedeutet, wir können uns voll und ganz auf den neuen Content der Season 13 konzentrieren. Noch andere Infos, ich bin morgen am Mittwoch, den 21. Juni, live auf Twitch ab 19 Uhr, würde mich freuen über jeden, der vorbeischaut. Dann gibt es auch noch am Samstag einen Community-Tag bzw. ein Community-Event, diesmal aber auf dem PC, nicht auf der PlayStation. Ich hoffe, ihr werdet so zahlreich erschienen wie auch auf der PlayStation in Vergangenheit. Wir werden natürlich hauptsächlich
den neuen Content genießen. Bedeutet, wir werden den neuen Weltenboss nuken, wir spielen die neuen öffentlichen Events, vielleicht kryptisch noch dazwischen, unterhalten uns, denn ich werde einen Sprachchat öffnen auf Discord, falls ihr noch nicht auf meinem Discord-Kanal seid oder beigetreten seid, da geht es rund um Fallout 76. Ich werde einen Link in die Beschreibung setzen, einfach draufklicken und joinen. Ist eine wirklich großartige Community. Auch am Sonntag bin ich live ab 20 Uhr am Abend. Ich freue mich auf euch, Leute, und jetzt viel Spaß in der Season 13. Euer Rocky und bis zum nächsten Mal.